Hallo, ihr Lieben, da sind wir wieder. Neuer Kaffee am Start. Ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken, weil heute geht es wieder rund, würde ich mal sagen. Bis gleich. Gestern habe ich Teil 1 gedreht, heute ist der nächste Tag. Mein Mann hat etwas sparsam geguckt, weil die ganze Kosmetik die Küche blockiert hat. Ist aber egal, dann muss er durch. Und wir haben gestern als letztes die Mascara einsortiert. Zur Erinnerung, so sieht mein zweites Einlagegedöns aus. Und ich hatte mir das hier reserviert für meine ganzen Stifte, die ja ganz schön üppig sind. Da gehen wir auch im Schnelldurchlauf durch und fertig ist. Ich habe einiges an Kajalstiften, weil ich einfach mal die Farben austesten wollte, wie mir das so steht, wie ich damit klarkomme, und habe diese Stifte in Farbe, also in grün, blau, graublau, in türkis habe ich sogar zwei. Die sind von diversen Firmen, Manhattan Essence, haben wir hier Astor und Catrice. Die packe ich alle zusammen hier so rein, dann ist gut. Dann habe ich noch so multifunktional Stifte, die dienen als Eye und auch als Lip Liner. Die habe ich auch in diversen Farben. Die gab es mal im Online-Kaufhaus für ein ganz gutes Geld, also relativ günstig. Habe ich noch nicht oft benutzt und ich weiß auch nicht, welche Firma das sein soll. MN Minau, keine Ahnung. Aber Moment, Made in China, eher so ein typisches Online-Kaufhausprodukt zu günstigen Preisen. Die will ich noch austesten und dann kann ich euch vielleicht noch mal was dazu sagen. Jetzt sehe ich noch eine eingeschmuggelt von Douglas, ein Kajalstift. Die kommen auch da rein. Ach, hier habe ich noch einen farbigen in dunkelblau. Mag ich ganz gerne. In Schwarz habe ich gar nicht so viel, weil die Sache ist ja die, guck mal, hier habe ich noch einen und da habe ich jetzt auch den Deckel für gefunden. So, Manhattan in Lila. Weiß ich gar nicht, ob das zu meinen blauen Augen passt. Meine schwarzen, das sind nur drei Stück. Da habe ich den Cool Me Beautiful. Muss auch so ein Annabelle's Ding sein. Soft Cool Eyeliner Smooth and Blendable. So. Dann habe ich Justa Perfect Eyeliner. Ah, da weiß ich gar nicht. Ach ja, genau, der hatte so eine etwas dickere Mine. Bin ich nicht so gut mit klargekommen. Mein All-Time Favorite, na, ist Essence Long Lasting Eye Pencil. Wenn ich halt schwarze Wasserlinie haben möchte, ist das meine erste Wahl, weil der hält und der ist wasserfest. Also eine prima Geschichte. Dann habe ich noch einen, da ist auch der Deckel weg. Ich weiß gar nicht, was ich immer mache. Deckel sind jetzt nicht so mein Ding. Und zwar ist das ein Gel-Eyeliner von Manhattan und der hat so eine Hautfarbe, den mag ich gerne. Wenn ich einfach keinen schwarzen Kajal auf der Wasserlinie trage, sondern das in Natur lasse. Weil der deckt so ein bisschen die Rötung ab und ist auch wasserfest, ein prima Ding. Ich habe sogar einen in Weiß. Unglaublich. Eyeliner Pen Long Lasting. Den kann man jetzt als Eyeliner oben auf dem Lid auftragen, wenn man da eine Farbe, also einen Lidschatten drauf machen möchte. Der hält dann besser. In der Wasserlinie habe ich es einmal probiert, da ist er mir aber zu krass. Also nur weiß. Sieht schon auch ein bisschen krank aus. Wo es zu passt, gerne, aber ist jetzt nicht das, was ich jeden Tag benutzen würde. Ich habe noch ein Produkt, das ist der Catrice Liquid Liner, 24 Stunden Waterproof. Ganz feine Mine, feines Produkt, aber ich benutze oder ich mache mir nicht oft einen Lidstrich. Da bin ich noch ein bisschen unbedarft, genauso wie dieser hier von Justa Eyeliner Black. Das sind die beiden einzigen Eyeliner, die ich so habe in dieser Tuscheform. Da übe ich noch, aber gut sie zu haben. Dann habe ich hier von Douglas noch dieses, was wir Weihnachten rausgebracht haben. Das ist ein Kajalstift, der auch wirklich richtig gut ist. Mit einem Glitzer
Lidschatten dabei, auch eine feine Geschichte, probiere ich nochmal aus. Ist sehr vernachlässigt von mir, müssen wir mal gucken. Kommt auch da rein. Dann habe ich von Isadora, das ist eine Firma, die ihr bei Douglas kaufen könnt. Die sind auch ein bisschen kostenintensiver. Das ist ein Eyelifter Duo Highlighter, den finde ich richtig gut. Das ist einmal in einer matten Färbung. Den habe ich am Anfang sehr gerne benutzt, um mein Augenlid heller zu gestalten. Also auch eine schöne Sache. Du hast den gleichen Farbton in matt und einmal in glänzend. Kannst du prima was mitmachen. Also gefällt mir sehr gut, weil der auch hautfarben ist und keine andere Farbe halt beinhaltet. Dann habe ich von Astor einen in Türkis. Den mag ich auch sehr, sehr, sehr. Den kannst du super auf das Lid auftragen. Ich würde schon fast sagen, das ist ein cremiger Lidschatten. Der lässt sich toll blenden mit dem Pinsel. Den trägst du einmal am Wimpernkranz auf und smasht den so nach außen aus. Also wirklich eine schöne Sache. Genau das gleiche ist hier der Eyeshadow Stick Matte von Rival de Loup in einer braunen Färbung. Den mag ich auch richtig gerne, weil ich mag diese soften Eyeliner, die du halt so ein bisschen noch verteilen kannst. Also eine super Geschichte. Habe ich von Manhattan auch noch. Das ist in so einem ganz tollen Bronzeton. Das ist einmal ein Lidschatten in matt und einmal in glänzend, wie auch der von Isadora. Also auch schöne Geschichte in der Farbe Bohemian Bronze. Kommt auch da rein. Was auch da reinkommt, weil ich nicht weiß, wo ich sonst hin tue, sind so Eyeliner, die so ein bisschen Schimmer haben. Das hier ist auch so ein chinesisches Produkt, ist ein Silberschimmer. Der macht richtig Krawoms und der haut richtig rein. Kommt auch damit rein. Und von, Moment, das ist alles schimmernde Eyeliner von My Little Beauty, auch aus der Abo-Box. Auch schöne Geschichte, ganz dünner Pinsel. Habe ich schon mal probiert, läuft ganz gut. Ist aber sehr glitzerig und hat auch relativ grobe Partikel. Da muss man aufpassen in unserem Alter, dass man das nicht zu sehr auf dem Lid verteilt, weil dann betont es die Falten. Und damit wäre die Schubladeneinlage Nummer 2 fertig. Jetzt hier Primer, Fixing Sprays, Concealer, Wimperntusche und Augenbrauenprodukte. Na, und hier haben wir die Primer und hier sind jetzt die Stifte drin. Nehmen wir uns das nächste Fach vor. Am Ende des Videos zeige ich euch, wie ich das alles in diesen sogenannten Servierwagen eingeräumt habe. Denn das kommt nicht in solche Einlegeböden, sondern steht einfach in der, oder neben den Böden in der, na, Unterbringung, sag ich mal. Das sind meine Gesichtspaletten. Ich hatte euch am Anfang gezeigt, dass ich ganz viele Bronzer, Rouge etc. etc. habe und ich habe die nicht nur als einzelnes Produkt, sondern wirklich auch in Gesichtspaletten und da gehen wir einfach mal von oben durch. Am Ende seht ihr, wie sie untergebracht sind. Aber Be My Highlight, habe ich in einem Video schon gesagt, soll ein Lidschatten sein? Nein, ist für mich eine absolute Highlighter-Palette. Darum gehört sie bei mir zu den Gesichtspaletten. Dann habe ich tatsächlich ein Highlighting-Kit von Catrice Glow Show. Mag ich ganz gerne, habe ich schon einige Farben draus benutzt. Die sind auch alle tragbar. Da werde ich wahrscheinlich mein Leben lang brauchen, um die leer zu kriegen. Also das Haltbarkeitsdatum wird irgendwann ablaufen und dann muss sie weg. Aber ich setze sie halt hin und wieder ein und bin ganz froh, dass ich sie habe. Dürfte auch das einzige Produkt in der Art sein, weil ich glaube, mehr habe ich davon nicht. Außer wenn ein Highlighter noch mal irgendwo anders mit drin ist. Wie zum Beispiel hier. Das ist das Hamptons Weekender, habe ich euch im ersten Teil schon gezeigt. Mag ich sehr. Von der Firma Tarte. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich jeden Monat werde ich mir ein Produkt kaufen, was sogenannt High-End ist. Und Tarte ist eine Firma, die mich massiv interessiert. Ich schaue da öfter mal, was es so gibt. Und ihr wisst, die sind auch recht kostenintensiv. Aber das hier ist halt eine kleine Form einer Palette und die reicht mir komplett aus, weil ich werde die wahrscheinlich sowieso nicht aufbrauchen. Da haben wir einmal Bronzer, Rouge und Highlighter. Mag ich sehr.
Dann habe ich von Essence You Better Work die Camouflage Concealer Palette, weil aus der Produktreihe You Better Work habe ich wirklich alles. Die benutze ich aber ehrlich gesagt so gut wie nie. Hin und wieder mal, um Augenschatten ein bisschen zu korrigieren, wenn ich nur eine BB-Creme oder so nutze, um das vorher so ein bisschen auszugleichen farblich. Dann benutze ich allerdings keinen Concealer, wenn ich das drauf habe, weil mir das einfach too much ist. Dann auch neu bei mir, habe ich euch neulich gezeigt, die Chic Leder Palette von Benefit ist Mini Pink Squad. Die mag ich auch sehr. Da drin ist ein Rouge, ein Highlighter und noch ein Rouge. Die Produkte kann man auch alle einzeln kaufen, aber ich mag diese Palette total gerne, weil die ist so süß und die Produkte sind so, so, so toll. Bin ich richtig happy, dass ich die habe. Dann habe ich von Revolution, die ist schon kaputt angekommen, hatte ich oder habe ich die ganzen Blush-Töne inklusive zwei Highlighter, und zwar dieser und dieser. Der ist mir sehr rotstichig, also wem es passt, bei mir nicht. Und der ist sehr kühl. Da muss man überlegen, ob man das wirklich so nutzen möchte oder nicht. Ansonsten sind die Rouge-Töne top, kann ich eben empfehlen. Ist ein schönes Produkt, mag ich sehr. Ich habe mir von Make-up Obsession mal eine Palette selber zusammengestellt. Ich hatte es euch mal kurz gezeigt. Und zwar sieht sie so aus. Und da ist ja immer das Problem mit diesen Fändchen, dass die immer raushopsen. Aber da ist auch alles drin, Augenbrauenprodukt. Also die habe ich mir selber zusammengestellt mit Sachen, die ich gerne zusammen hätte. Augenbrauenprodukt, das hier ist ein, du kannst es als Make-up oder als Concealer benutzen, ein Gesichtspuder und drei Lidschatten, wobei diese beiden auch als Highlighter durchgehen. Auch eine feine Sache, benutze ich nicht sehr oft, gebe ich zu, muss ich mich mal mehr drum kümmern. Ja, bei den Augenbrauen habt ihr schon diese Palette gesehen. Das ist meine Augenbrauenpalette von Revolution. Mein erstes Augenbrauenprodukt. Naja, sprechen wir nicht drüber. Dann habe ich hier noch so ein ganz altes Ding. Ich nehme an, das ist von Sleek. Ich weiß es nicht mehr. Das waren auch diese Konturprodukte oder Correcting-Produkte. Ach ja, da habe ich am Anfang mal noch ein bisschen mitgearbeitet und ich hatte sie auch in einem Video gezeigt. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen und wenn ich einen Deklatter mache, wird das wahrscheinlich die erste sein, die gehen muss. You Are Cosmetics habe ich ja auch ein Video drüber gemacht. Da habe ich das Contouring Kit bekommen. Das finde ich richtig, richtig schön. Hab da auch alles drin: Bronzer, verschiedene Puder und zwei Highlighter. Feine Sache das und die benutze ich in der Tat auch recht häufig. Und zum Schluss. Bei den Gesichtspaletten habe ich noch diese von Douglas, die hatte ich mir in meinem Angebot gekauft, die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Recht aufwendig gestaltet und viele tolle Sachen drin. Und da könnt ihr auch sehen, die wird richtig häufig genutzt. Wenn ich einfach, ich nehme dann eine Palette und gucke, was drin ist und danach schminke ich mich dann tatsächlich, wenn ich nicht die einzelnen Produkte verwende. Die mag ich richtig gerne und ich glaube, die gibt es immer noch bei Douglas für schmales Geld. Freunde, hier seht ihr meine ganzen Lidschattenpaletten. Lidschattenpaletten üben auf mich eine große Faszination aus. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Mag ich aber sehr. Und so langsam fange ich ja auch an, damit zu arbeiten. Und ich meine, so ganz übel sieht es nicht aus. Und hin und wieder kriege ich sogar einen Look hin, den ich ganz gerne mag. Und die schauen wir uns jetzt an. Die habe ich genauso wie die Gesichtspaletten einfach so in dem System stehen, weil die in diese Schubladenfächer da zu räumen, ist mir müßig und da reicht der Platz auch nicht. Als erstes möchte ich euch die Love Palette mit Hatice Schmidt zeigen. Die habe ich schon mal vorgestellt und ich glaube, das ist die bekannteste Palette bei YouTube. Gehe ich mal von aus. Tolle Farben, tolles Produkt, liebe ich sehr, kommt weit nach vorne. Genauso habe ich von Marvin Magnificent die Palette. Die mag ich auch sehr. In sehr nudigen Tönen und auch mit ganz viel Highlighter ausgestattet. Kommt bei mir aber zu den Lidschattenpaletten, weil da gehört sie auch einfach hin. Von Essence habe ich zwei Paletten: einmal Hello New York und einmal Good Days Sydney. Zeige ich euch noch mal kurz. Ja, ne,
Geht so. Also die sind gut von der Konsistenz, aber ich kriege damit irgendwie keine Looks hin. Oder so. Entschuldigung. Das war der Hundenapf. Bin ich mit dem Fuß dran gestoßen, aber jetzt sind alle wieder wach. Die Looks, die ich damit schminke, da muss ich mich noch näher mit beschäftigen. Ansonsten mag ich die auch ganz gerne. Und Grau-Blau-Tönung mit ein bisschen Lila. Das ist eigentlich eine gefällige Palette, aber so richtig Looks damit geschminkt habe ich auch noch nicht. Eine, die ich von Anfang an habe, die hatte ich glaube ich schon vor YouTube, ist die Catrice Modern Matte Kollektion. Und die ist glaube ich bei fast jedem in der Sammlung. Schminke ich keine großartigen Looks mit, aber so ein paar Töne benutze ich halt, um mein Augenlid zu setten. Mag ich gerne. Bleiben wir bei den kleinen. Da habe ich von Belle Hypoallergenic die Nude Eyeshadow Palette. Ein sehr schönes Produkt, vor allem dieser Grünton ist sahnemäßig. Mag ich sehr. Von Youstar habe ich die Perfect Eyeshadow Palette. Die nutze ich auch ganz gerne zum Setten. Also die ist auch viel geliebt. Da sind auch ein paar grobpartikelige Produkte drin, die beim Auftrag ein bisschen tricky sind und die sind auch ganz seltsam gepresst. Also die sehen aus, als wenn man da wer weiß wie drin rumfurchen würde, aber das tue ich gar nicht. Eine weitere kleine ist so eine Spring-Palette von Mia Uhl. Das ist auch aus dem Online-Kaufhaus. Das ist die einzige, die ich habe, die wirklich Krawumms-Farben hat. Ist so ein bisschen angelehnt an diese berühmte NYX-Palette, die eigentlich auch fast jeder hat mit diesen Knallerfarben. Da muss ich noch mal gucken, dass ich da ein bisschen mehr mitarbeite, weil die Farbgebung ist total schön. Ich habe von Miss Lynn I Love It Eyeshadow Palette. Das sind ja diese Booklets, die habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Da mag ich die Farben auch sehr gerne. Habe aber allerdings noch nie mitgearbeitet. Ich habe sie nur in die Kamera gehalten. Da muss ich mich mal drum kümmern. Eine weitere kleine Palette ist von Douglas Eigenmarke. Die ist in Blau-Grau-Tönen, also Grau-Anthrazit gehalten. Sind alles seidenmatte Farben. Da habe ich eigentlich auch noch nicht groß mit geschminkt, aber bestimmt auch interessant, weil das alles sehr aufeinander abgestimmt ist. Die habe ich euch neulich gezeigt von der Sephora Eigenmarke. Ohne Spiegel, aber tolle Farben, sage ich euch. Die benutze ich auch gerne zum Setten und damit habe ich auch schon einen Look geschminkt. Also wirklich schönes Ding. Dann habe ich hier von W7 die Bedelt. Das war, glaube ich, meine allererste Palette. Und da wusste ich noch gar nichts mit anzufangen. Dementsprechend sieht sie auch aus. Das wird wahrscheinlich auch die erste sein, die ich aussortiere, weil sie ist ja hier, seht ihr auch, alles aufgebraucht, weil die habe ich grundsätzlich zum Setten meines Lides benutzt. Mal sehen, was damit passiert. Von Revolution habe ich eine Palette. Das müsste meine zweite oder dritte Palette gewesen sein. Ich hatte sie mir gekauft, weil sie wirklich kostengünstig ist und so wirklich gut damit schminken kann ich nicht, weil die Farben sehr dunkel sind. Und da sieht bei mir immer alles aus, als hätte ich nur eine Farbe drauf. Also ganz gut komme ich damit nicht klar, muss ich noch üben, werde ich ausprobieren. Eine weitere Palette habe ich von Revolution. Da gibt es noch einen Film, den mag ich ganz gerne, weil da ist auch ein Highlighter mit drin oder zwei sogar. Und die Farben sind auch gefällig. Das sind so Seidenfarben, matte Farben und Glitzerfarben. Also alles in einer Palette. Da kommt noch ein Film, die zeige ich euch. Und damit schminke ich mich auch. Welche ich auch gerne mag, ist von Manhattan die Amazing Jewel Rocks Edition. Das sind auch Farben, die wirklich durchaus bei mir funktionieren. Gerade die Grüntöne mag ich sehr. Keine Ahnung warum, aber die Palette gefällt mir ganz gut. Problem, hier sind sehr wenig matte Töne drin. Also benutze ich immer noch eine andere Palette dazu zum Setten, weil mit diesem senffarbenen Ton das Augenlid zu setten, ist für mich als Augen-Make-up-Anfänger nicht so ganz easy peasy. Auch so ein No-Name-Ding ist die Naked 12 Color Eyeshadows, so wie die W7 halt, ne, so eine Grundausstattung mit bärigen Rosatönen in Braun bis hin zu Schwarz. Alles Glimmerfarben, also keine einzige matte Farbe drin, braucht auch unbedingt eine andere Palette dazu. Darum nicht so sehr geliebt, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich werde sie alle nochmal austesten. Ich habe von Revolution noch eine Palette, und zwar ist das die Professional Eyeshadow Palette.
Ihr seht so aus, sehr befällige Farben. Ist auch eine super Mischung aus Matttönen. Damit habe ich einmal einen Look geschminkt, aber die gefällt mir richtig, richtig gut. Auch mit dem großen Spiegel, eine tolle Sache. Werde ich nochmal gesondert vorstellen. Natürlich noch eine von Revolution. Keine Ahnung, warum ich davon so viele habe. Hier sind 32 Lidschatten drin. Und das ist, glaube ich, so eine Grundfärbung, die bestimmt auch jeder hat. Weil die meisten sind halt Schimmertöne. Es sind aber nicht so Krawomsfarben, sondern wirklich von hell nach dunkel hast du jeden Shade da drin. Also gefällt mir auch richtig gut. Natürlich als letztes meine Game of Thrones von Urban Decay. Ihr wisst, diese Palette liebe ich. Das ist ja die etwas aufwendigere Palette mit dem Spiegel. Hier haben wir den Thron. Ihr habt sie schon gesehen in einem Video. Mag ich sehr. Hier die Palette. Die Farben sind gut einsetzbar. Ich habe sie auch schon öfter genutzt. Also ich mag die Palette sehr. Schone sie aber kurioserweise, obwohl sie ja ein Gebrauchsprodukt ist. Und trotzdem, weiß ich nicht, habe ich immer erst eine andere Palette in der Hand, um diese hier zu schonen. Keine Ahnung, warum ich die schone, aber die mag ich sehr, sehr. Hier seht ihr jetzt das vorletzte Schubladeneinsatzgedöns. Und da seht ihr, die habe ich schon einsortiert, die Sachen, weil die flogen hier in der Küche alle einzeln rum. Und darum kann ich sie euch jetzt nochmal zeigen. Das hier sind meine ganzen Lippenprodukte und ich habe gedacht, ich habe gar nicht so viele. Und als ich das Fach eingeräumt habe, siehe da, meine Güte, habe ich viel. Das war mir gar nicht bewusst, weil das überall verstreut rumstand, rumlag. Und darum bin ich ganz froh, dass ich das hier gemacht habe. Alleine schon diese Entdeckung, dass ich so viele Lippenfarben habe, war für mich komplett überraschend. Habe ich wirklich nicht mitgerechnet. Ich habe Konturstifte. Das sind nur drei. Weil ihr wisst, bei den anderen Stiften hatte ich ja auch Kontur und Eyeliner bei. Also die kann ich ja auch einsetzen. Ansonsten habe ich nur diese drei. Das ist einmal von NYX, dann einmal von Mellow und einmal von Astor. Den hier mag ich ganz gerne, weil der ist farblos und darum vielfältig einsetzbar. Seltsame Lippenstifte habe ich und die hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm. So wie dieses hier, Miss Rose Professional Make-up in Spanish Pink. Das dürfte von, das ist glaube ich auch so eine Marke, die es im Online-Kaufhaus gibt. Da ist ein Konturstift drin und auf der anderen Seite ist der Lippenstift. Und der ist gar nicht übel. Der hat eine tolle Nude-Tönung in Richtung ein bisschen Rosenholz, rosa, aber eigentlich eine feine Geschichte. Werde ich öfter benutzen, habe ich ihm versprochen, wird gemacht. Genauso ist mir völlig untergegangen, dass ich von Rival de Lube Stay Forever Lip Gloss habe. Long Lasting Up to 24 Stunden. Das ist einmal ein Gloss. So. Und einmal eine recht kräftige Farbe. Den habe ich auch schon mal benutzt. Und das ist so ein richtiges Rosenholz-Gedöns. Also der ist auch richtig Krawoms auf den Lippen und der hält wirklich sehr lange, weil er zunächst, wenn man nur das hier benutzt, recht trocken runtergeht. Also ihr habt dann trockene Lippen und ihr könnt dann mit Step 2 den Gloss drauf tragen. Durchaus feines Produkt. Dann habe ich einen ganz verrückten von You Star Lip Gloss. Das ist so Glitzer pur. Aber der sieht so krawoms aus in der Kamera. Der ist gar nicht so krawoms. Der hat so einen leichten Glanz, färbt die Lippen gut ein. Ist durchaus ein schönes Produkt, hätte ich nie gedacht. Aber ich habe sie gestern nochmal ausprobiert. Dann habe ich von Catrice Dual for Lips Conditioning Lip Butter with Shea Butter. Den mag ich in der Tat richtig gerne. Ihr seht, ich habe viel diese rosa Nude-Eintönung. Weil das ist meines Erachtens nach auch immer noch so die Farbe, ja, die erste Wahl, würde ich sagen. Ich habe von Rival de Lube einen Travelholic Lipstick in dieser Farbe. Den habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Ist auch eine sehr kräftige Eintönung, mag ich aber auch total gerne. Dann habe ich
Was ist das denn für eine Kanone? Es ist, glaube ich, auch so ein No-Name-Produkt, oder? Moment. Iconic Mud Nude Revolution ist es. Also kein No-Name-Produkt. Revolution. Wieder die schon öfter gezeigte Eintönung. Nude, Berry, alles so in der Gegend. Und ich habe mir endlich einen roten Lippenstift, beziehungsweise, naja, ist auch wieder pink-rot, für meine historischen Videos gekauft. Der ist aber auf den Lippen kurioserweise mehr pink als rot. Also wieder nicht die richtige Färbung, ist von der Firma Wet n Wild. Ich muss da nochmal richtig ran. Ein von Art Deco Hydra Lip Booster in einer kleinen Form, der war in einer Box, Abo-Box darin. Den mag ich auch richtig gerne, aber auch wieder natürlich Berry, was denn sonst? Ein Lippenpflegestift, den zeige ich euch noch in einem Video, darum gehe ich gar nicht weiter drauf ein. Catrice Volumizing Lip Booster, mein All-Day-Produkt, ist im Grunde genommen ein ganz klein wenig heller als meine normale Lippenfarbe. Und er bringt Glanz, er macht ein schönes Gefühl auf der Lippe, hält natürlich nicht 1000 Jahre, sondern eher mehr so eine Stunde. Ist aber ein Produkt, was so klein und hübsch ist. Absoluter Favorite für die Handtasche und hin und wieder mal auffrischen. Superstay Matte Ink Maybelline, die gehypten Produkte des letzten Jahres. Auch ich habe einen. Die Färbung ist jetzt nicht so ganz für mich geeignet, weil der ist sehr, sehr nudig und macht bei mir so einen leichten braunen Touch auf den Lippen. Aber ihr kennt die mit Sicherheit, die halten den ganzen Tag Bombe. Ein weiteres Hypoallergenic-Lip-Produkt zum Pflegen. Und zwar, Irene, ach, das ist ein Lip-Balm zur Regeneration. Sieht hier farbig aus, kommt aber farblos auf die Lippen. Also ein Produkt für die Lippenpflege. Kommt auch hier rein. Dann mein absoluter Favorite und man sieht es auch, das ist von Love, der Lip Voluminizer Plumping Serum Gloss. Den mag ich total gerne und den habe ich meistens in der Tasche, weil der ist sehr nah an meiner Lippenfarbe und gibt einfach nur ein bisschen Glow. Und das ist so einer, der so ein bisschen prickelt und einfach das Gefühl gibt, dass deine Lippen halt ein bisschen voluminöser sind. Von der Firma Astor habe ich Soft Sensation Color Butter Matte in Vintage Peach. Selten benutzt, aber würde ich mir noch mal angucken. Der hier sieht total rosa aus und den habe ich auch in einem letzten Video getragen. Das ist der Lip Gloss von Wet n Wild. Der ist aber entgegen dem, was allgemein von Lipglossen behauptet wird, dass sie sehr ja, schwimmig und ja, reichhaltig sind. Der ist eher dezenter Natur, hat eine tolle Farbe, ein super Topper, absolut super. Generation Plump and Shine von Catrice, relativ neu. Den muss ich noch richtig austesten, aber auch wieder in der bewährten Einfärbung. Na so, pf, ja, was soll ich sagen? Ne? Das ist die Farbe Nude Sapphire. Ja, schönes Produkt, muss ich noch testen. Und last but not least, von NYX Lingerie Professional Make-up, der Lip Push-Up-Effekt in der Farbe L106 ist so ein kleiner bräunlicher Einschlag. Relativ dunkel, aber auch ein tolles Produkt auf den Lippen. Mag ich auch sehr, habe ich auch schon etwas länger. Ihr Lieben, wie auch im ersten Teil, ist jetzt im zweiten Teil irgendwann abgebrochen. Ich nehme an, das war bei den letzten Lippenprodukten. Da gibt es aber nicht mehr viel zu sagen. Das ist das, was ich einsortiert habe. Und wisst ihr was? Ich habe gesehen, dass ich schon wieder über 30 Minuten Videomaterial habe. Und darum wird es noch einen dritten Teil geben. Das ist mir auch noch nicht passiert. Und ihr dürft nicht vergessen, das ist seit 10 Monaten das, was ich in meinem Bestand habe. Also es ist eine irre Menge. Ich hoffe, ihr seid auch beim dritten Teil noch dabei. Und dann sage ich jetzt erst einmal Tschüss, bis denne. Ciao, ciao.